Hi, heute kommt der im letzten Video angekündigte Herbstlook für euch und ich starte mit der BB Cream von Purito. Die liebe ich inzwischen wirklich und benutze sie täglich, weil sie so schön und echt auf der Haut aussieht, also nicht wie Make-up, kann ich sehr empfehlen. Nette Deckkraft, nicht zu viel, nicht zu wenig und ich mache hier einfach nur zwei dünne Schichten auf mein Gesicht und verblende sie mit einem Schwamm. Bronzer gehört für mich zu jedem Look einfach dazu. Es macht das Gesicht viel, viel frischer und dreidimensionaler. Deswegen kann ich persönlich nicht wirklich ohne leben. Ich nehme hier von Manasi 7 die All Over Color in Manchetti. Und ja, also sie lässt sich wirklich verblenden wie ein Traum. Ihr habt das bestimmt schon in den anderen Videos gesehen. Ich liebe sie. Um in diesen wunderschönen herbstlichen Kupfer-Orange-Farben zu bleiben, nehme ich den Blush von Kia Wise. Und der passt natürlich perfekt zu meiner Haarfarbe, aber der passt auch zu jeder anderen Haarfarbe und zu den meisten Untertönen. Ich finde, der ist wirklich wunderschön. Lässt sich schön verblenden. Von der Konsistenz her hat er so ein bisschen Cream-to-Powder-Finish, also er trocknet ganz gut, hält deswegen auch sehr, sehr schön. Ja, und um das Ganze natürlicher aussehen zu lassen, kommt Rouge auch bei mir tatsächlich nicht nur in den Wangenbereich, sondern auch über die Augenbrauen, also ganz, ganz leicht natürlich, soll kein orangener Punkt da sein, aber wirklich nur so ein Farbhauch auf den Nasenrücken auch, denn das macht das Ganze für das Auge natürlicher, wenn sich die Farbe nochmal im Gesicht wiederfindet. Bisschen Puder in die T-Zone gemacht. Im normalen Alltag, bin ich ehrlich, brauche ich es nicht wirklich, aber beim Filmen sieht man Glanz noch mal ein bisschen mehr dementsprechend. Ja, und dann kommt wieder die Ilia Lidschattenpalette in Warm Nude. Über die habe ich ja schon ein ganzes Video gemacht und diese wunderschöne Fuchsfarbe habe ich einmal komplett auf mein bewegliches Lid aufgetragen und nach oben hin verblendet. Wenn ihr nicht wisst, wie weit ihr mit dieser Farbe gehen sollt, ist der Trick 17 dabei immer, schaut euch gerade im Spiegel an, macht die Augen wirklich gerade auf und dann seht ihr, ob man noch Farbe sieht, oben am braunen Knochen, sage ich jetzt mal. Wenn ihr beim geöffneten Auge keine Farbe seht, dann müsst ihr noch ein bisschen höher gehen mit der Farbe. Und ansonsten hat der Lidschatten keinen Effekt auf euer Auge und niemand wird sehen, dass ihr geschminkt seid und ihr habt die ganze Arbeit umsonst gemacht. Jetzt kommt diese wunderschöne Farbe mit dem Glanz, die aber auch ein bisschen dunkler ist. Das heißt, die wird jetzt auf dem gesamten beweglichen Lid aufgetragen und nach oben hin einfach ein bisschen mit der anderen Farbe verblendet. Das sorgt dafür, dass man ja so einen leichten Smoky-Eye-Effekt hat, ohne dass es zu dunkel wirkt. Das heißt, perfekt für den Herbst, Winter und ja, trotzdem nicht zu heftig. Ich trage diese Farbe auch ganz unten am Wimpernkranz, ganz nah am Auge auf. Mit einem winzig kleinen angeschrägten Pinsel und dieser dunklen Farbe hier mache ich jetzt den Eyeliner. Und es ist wirklich nur, ich würde jetzt sagen, ein Mini-Liner, der relativ gerade nach hinten rausgezogen ist. Ich ziehe ihn gerade nach hinten raus, damit es ein bisschen moderner und ein bisschen edgier wirkt oder ein bisschen cooler einfach wirkt, statt dass er so nach oben geht. Das kommt natürlich so ein bisschen auf eure Augenform drauf an, aber probiert es mal aus. Also ich finde diesen Look einfach sehr, sehr cool, indem das Auge einfach nochmal verlängert wird und nicht nochmal hinten hochgezogen wird.
Ja, und ich zeige euch heute, also normalerweise zeige ich immer das erste Auge, das ich mache. Das geht nämlich schneller zu zeigen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es aussieht, wenn ich auf der einen Seite schon einen Eyeliner gezogen habe und das zweite Auge mache, weil damit haben ja die meisten die größten Probleme, sage ich mal so. Und ihr seht, wie in welchen kleinen Schritten ich da arbeite. Ja, also ich gehe immer wieder vor und zurück am Spiegel, schaue mir das Ganze immer noch mal von Weitem an, gucke, in welche Richtung ich gehen muss, dass es auch wirklich symmetrisch wirkt. Und ich sage extra symmetrisch wirkt, weil ihr werdet es niemals hundertprozentig symmetrisch hinbekommen. Also nehmt diese Perfektion von euren Schultern runter. Es wird auch niemals jemand so sehen, außer diese Striche nach hinten sind wirklich total schief. Ja? Eure Augen sind halt auch nicht symmetrisch. Also in den meisten Fällen sind die Augen einfach nie symmetrisch. Und manchmal muss man die eine Seite sogar ganz anders ziehen als die andere, damit es später symmetrisch wirkt. Da muss man so ein bisschen hin und her experimentieren. Mascara versteht sich, denke ich, von selbst. Der gehört einfach dazu. Wem es gefällt, kann auch noch schön ein paar Wimpern ankleben. Das sieht dann natürlich auch super, super schön aus, wenn man einen etwas dunkleren Look hat. Ich liebe monochromatische und einfache Looks, dementsprechend mache ich jetzt den Blush, den ich schon auf den Wangen hatte, auch auf die Lippen drauf und dann ist der Look schon fertig. Schön einfach und effektiv. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch hier. Bis dann, ciao!